Das FUPA-Topspiel wird präsentiert von der Sparkasse. Was ein Topspiel zur Eröffnung der Amateurfußballsaison. SV Eilendorf gegen Hertha Wahlheim, zwei Mittelrheinliga-Aufsteiger unter sich. SVE-Trainer Rothold vor der Partie mit sichtlicher Vorfreude. Vielleicht ahnte er aber auch schon, wie ihn seine Mannschaft verwöhnen sollte. 25 Minuten waren rum, da machte sich der letztjährige Landesliga-Dritte zu einer ersten ansehnlichen Kombination auf. Doppelpass zwischen Dombele und Simons ging alles viel zu schnell für die Hertha. Die Konsequenz fast folgerichtig, das 1:0 für Eilendorf. Und wer sonst als Andreas Simons hätte es machen sollen? Letzte Saison 23 Mal erfolgreich und jetzt auch schon wieder. Der Junge weiß einfach, wo das Tor steht. Vor 750 Zuschauern die Eilendorfer in der Folge die tonangebende Mannschaft. Vergleichsweise simpel konnten die Schwarz-Weißen von hinten rausspielen und dann hatten sie vorne natürlich immer ihren Mann mit der eingebauten Torgarantie. Andreas Simons auf dem Weg zum 2:0. Wahnsinn, der hat eine Ruhe vor dem Tor. Einfach unwiderstehlich. Drei Wahlheimer kommen nicht hinterher und dann bleibt der 26-Jährige eiskalt. In bester Carsten-Janker-Manier, möchte man sagen. 2:0, auch das Ergebnis zur Pause. Achim Rothold war hochzufrieden, gab in der Kabine aber auch den Mahner. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen es auf der einen Seite genießen und sie sollen auf der anderen Seite nicht denken, dass sie nichts verlieren können. Weil ich denke schon, dass man was verlieren kann, wenn man so eine Kulisse hat. Natürlich ist man jedem Spiel Außenseiter, aber wenn man sich natürlich so heute präsentiert, dann zeigt sich das halt, dass man den einen oder anderen ärgern kann. Halbzeit 2 war lange von Taktik geprägt, Torchancen zunächst Mangelware. Die spektakulärste Aktion hatte Eilendorfs Keeper Daniel Jonen. So kann man eine Situation auch mal klären. Wahlheims neuer Trainer Alejandro Medina konnte nicht zufrieden sein mit dem, was er sah. Erst in der 74. Minute kam seine Mannschaft gefährlich vor das Eilendorfer Tor. Der eingewechselte Davodu, aber knapp am langen Pfosten vorbei. Da hätte nochmal so etwas wie Spannung aufkommen können. Stattdessen legte sich die Hertha dann selber noch ein Ei ins Nest. Domgürgen mit dem Knochenball in die Mitte. Ploch dazwischen und mit dem Blick für Lukas Klein-Brömlage. Und der ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen. Das 3:0 in der Nachspielzeit. Danach war das Spiel auch vorbei. Eilendorf mit dem ersten Sieg im ersten Mittelrheinligaspiel. Und dann auch noch in einem Derby. Was will man mehr? Das ist natürlich ein Traum. Ich sage ja, ich warte ja immer darauf, dass irgendwann mal was schief geht in diesem Jahr. Ich ziehe den Hut vor der Leistung heute, was die Jungs da abgeliefert haben. Das war schon echt bemerkenswert. Wir sind ziemlich früh in den Rückstand geraten und dann spielte das eigentlich dem Gegner sehr gut vor heimischer Kulisse hier in die Karten. Die konnten dann so die Euphorie in die Waagschale werfen. Und uns hat so ein bisschen die Sicherheit gefehlt. Dann, man weiß noch nicht, wo man steht. Man kommt mit unglaublicher Erwartungshaltung hier hin. Wir wollten unbedingt und dann klappt das nicht. Und dann summieren sich so kleine Fehler, die für unser Spiel tödlich gewesen sind. Die Eilendorfer Erfolgsgeschichte geht also vorerst auch in der Mittelrheinliga weiter. Mal sehen, ob die Rothold-Truppe auch auswärts so gefestigt auftritt. Am zweiten Spieltag geht's für den SVE nach Alfter. Wahlheim trifft dann zu Hause auf den FC Wegberg Beek.